Dschungelwelt, ein Menschenfindelkind, dessen Eltern Wölfe sind. Er kennt sich aus, ist im Dschungel hier zu Haus. Ein frecher kleiner Mann, der mit Tieren sprechen kann. Doch am besten schaut ihr euch das selber an. Der Häuptling aller Wölfe, das war sein Papa. Und wenn's im Dschungel brenzlig wird, sind viele Freunde da. Freunde wie die Schlange K und wie Baloo der Bär. Bösewicht Chirka, der jagt vergeblich hinterher. Mowgli, unser Held in der bunten Dschungelwelt, lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein. Auf der Abenteuerjagd, ja, wer Abenteuer mag, ist willkommen hier bei uns im Dschungelbuch. Denn Abenteuer gibt es hier genug. Aus derselben Familie. Hey, wisst ihr was? Ihr und ich, wir sind Brüder aus derselben Familie. Das ist doch wohl sonnenklar. Ihr und ich, wir sind Brüder aus derselben Familie. Stein.
Aha, da ist er ja. Der kleine Ausreißer. Damit habe ich mir meine Belohnung redlich verdient. Ich habe ehrlich gesagt seit gestern nichts mehr gegessen. Aber das geht doch nicht. Das haut ja den stärksten Otter um. Na, du kannst meinen Fisch hier haben. Nett von dir. Moment. Du kannst meinen Fisch hier haben, wenn du bereit bist, mit mir um die Wette zu angeln. Ich finde, dass das ein wirklich großzügiges Angebot von mir ist. Bislang ist es noch niemandem gelungen, mich zu schlagen, aber du kannst es ja versuchen. Falls du nicht einverstanden sein solltest, zieh bloß Leine, aber ein bisschen plötzlich, denn das hier ist mein Jagdrevier. Ganz wie du willst. Wir werden ja sehen, wer den ersten Fisch fängt. Damit hat der Kleine wohl erstmal für eine Weile ausgesorgt und ich kann in aller Ruhe Baloo und Bagheera Bericht erstatten und bei der Gelegenheit auch gleich ein kleines Häppchen von meiner sauer verdienten Belohnung probieren. Kleiner. Ich heiße Peck und bin ein Bär. Kann ich von deinen Früchten was abkriegen? Klar, sag mal, bist du vielleicht mit dem großen Bären Baloo verwandt? Baloo ist schon ein bisschen alt, aber er ist wirklich ein prima Bär und er weiß alles über den Dschungel. Ich möchte beinahe wetten, dass auch du ihn kennst. Komisch, den kennt doch jeder. Oh, lecker! Also bei mir zu Hause kennt wirklich jeder Baloo. Aber wenn du ihn nicht kennst, wo bin ich dann bloß hingeraten? Was? Ich fürchte beinahe, dass ich von hier aus den Weg nach Hause gar nicht mehr zurückfinde. Du sag mal, Peck, ist das eigentlich der Weg zu dir nach Haus? Ja. Fühlst du dich denn nicht einsam so ganz allein? Ich bin nicht allein. Ich habe eine Mama und einen Bruder. Und ist deine Mama freundlich? Na, selbstverständlich. Bloß auf Menschen ist sie nicht gerade gut zu sprechen. Ach, da sind die beiden ja schon. Schau! Also dann auf Wiedersehen, Mowgli. Tschüss! Wo ist denn Baloo? Der ist wahrscheinlich hinter einer Antilope her. Aber wie ist es dir denn ergangen? Hast du Mowgli gesehen? Bevor ich antworte, würde mich interessieren, welche Qualitäten Baloo als Jäger hat. Er ist einfach unschlagbar. Baloo ist der tollste Jäger in der ganzen Gegend. Das höre ich gern. Also Mowgli geht es jedenfalls bestens. Na, das höre ich gern. Er kommt also ganz allein klar. Aber klar kommt der Kleine klar. Als ich ihn fand, hat er gerade mit einem Otter um die Wette gefischt.
Und hat er wenigstens auch gewonnen? Na, selbstverständlich. Es fehlt ihm ja schließlich nichts. Er ist jung, gesund und kräftig. Was kann ihm da schon groß passieren? Scheint fast, als wäre ich doch ein prima Lehrer. Aber sicherheitshalber solltest du weiter auf ihn aufpassen. So war es ja auch abgemacht. Ich werde ihn im Auge behalten. Mach's gut. Ich verlass mich drauf. Denn bloß? Die Erde kann ihn doch wohl kaum verschluckt haben. Weit weg ist. Wir sollten ihn vielleicht suchen. Das ist doch hoffnungslos. In welcher Richtung denn? Wir können wohl nichts weiter tun als warten, so wie es Mama gesagt hat. Chill hat jedenfalls gesagt, dass es Mowgli ausgezeichnet geht. Mach dir also keine Sorgen. Ach, ich würde dir ja so gerne glauben. Und Chill hat mir außerdem erzählt, dass Mowgli gegen einen Otter im Wettangeln gewonnen hat, am großen Fluss hinter der Wüste. Was? So weit ist der Kleine weg? Astrein. Dann war mein Unterricht ja doch für was gut. Übrigens, Chill ist sehr in Sorge wegen deiner Qualitäten als Antilopenjäger. Richtig, eine Antilope und zwei fette Hasen. Ich mach mich gleich auf die Socken, sonst blamier ich mich vor Mowgli. Tja, Luri, ich schau bald wieder vorbei. Und dass du dir bloß wegen Mowgli keine Sorgen mehr machst. Ich danke dir, Baloo. Ich möchte gern etwas zu Chills Belohnung beisteuern. Hey, sollen wir dir beim Jagen helfen? Kümmere dich um deinen Kram. Ich schau wieder rein. Vielen Dank, Bagheera. Ach, Mowgli. Wo ist er nur? Keine Spur. Zassassa. Er wird doch nicht im Dschungel sein. Ich werde erst mal landen. Bist du in Ordnung, Junge? Keine Angst, warte. Warte, ich komme. Los, gib mir deine Hände, halt dich fest. Ich hol dich da raus, komm. Oh nein, ein Mensch. Ich will aber nicht von einem bösen Menschen eingefangen werden, nein. Es wird ja alles gut, mein Kleiner. Ich möchte dir doch nur helfen. Geh weg. Au, das geht aber zu weit, du Miststück. So werden wir zwei niemals Freunde. Du hast Schmerzen, was? Na, gib mir deine Hände. Los, nein, halt dich fest! Ja! Sowas, das gibt's doch nicht! Los, komm! Warte, gleich haben wir's geschafft! Oh, bloß noch ein kleines bisschen! Armes kleines Kerlchen, oje. Ja, das muss gemein wehtun. Wir müssen erst mal deinen Fuß versorgen.
So, das wird schön kühlen. Na komm. Du bist vielleicht ein merkwürdiger kleiner Kerl, sitzt halbnackt in einer Falle, kratzt und beißt und stinkst wie ein ganzes Wolfsrudel. Deine Eltern müssen aber reichlich arm sein, können dich noch nicht mal vernünftig anziehen. Das ist wirklich putzig. Ich habe alles abgesucht, aber weit und breit kein Mogli. Ich werd's noch mal mit einem Rundflug versuchen. Das wäre geschafft. Ui, ist das dick. Warte, ich werde mich sofort drum kümmern. Wo denn nur? Ah ja. Wo der Kleine hingehört. In einem der Dörfer hier habe ich ihn jedenfalls noch nie gesehen. So. Ja, schlaf dich gesund, mein Freund. Morgen springst du wieder wie ein junges Reh herum. Harry, wenn du nur nicht so stinken würdest. Na. Ich hol dir erstmal Badewasser. Bleib du so lange brav da liegen. Wieder Fehlanzeige. Man könnte fast glauben, dass die Erin doch verschluckt hat. Wo bloß dieser blöde Adler steckt. Tja, ich habe ihm jedenfalls die versprochene Belohnung in sein Nest geschleppt. Wie schön, dann ist ja wenigstens Hill zufrieden. Und damit wäre er wohl wieder am Zug. Mogli ist sicher ziemlich weit weg. Aber Chill ist ja ein prima Aufpasser. Und wenn's brenzlig wird, sagt er uns Bescheid. So eine Pleite. Wenn er nicht am Fluss ist, weiß ich auch nicht mehr weiter. Da unten ist zwar ein Mensch, aber er sieht nicht wie Mogli aus. Also werde ich es noch mal weiter flussabwärts versuchen. Also, kleiner Mann, schlaf schön weiter. Ich besorge uns was zum Abendbrot, während das Wasser kocht. Ach, Mama, hilf mir. Ach, Mogli. Mama! Hast du schon irgendwas Neues von Mogli gehört? Chill hat sich eine ganze Weile nicht mehr gemeldet. Deshalb gibt es keine Neuigkeiten. Ich hoffe bloß, dass es Mogli gut geht. Ja. Ach, der arme Junge. Wenn er doch nur schon wieder bei uns wäre. Ah,
genau die richtige Temperatur. Na, dann wollen wir mal. Also bei dem Gestank läuft dir garantiert kein Mädchen hinterher. Ja, das ist doch schon viel besser. Ach, Mama, das tut ja so gut. Der Kleine träumt sicher von zu Hause. Hallo, Mogli. Also langsam werde ich richtig nervös. Der Kleine kann doch nicht spurlos verschwunden sein. Mogli! Mogli! Das war euer Held in der bunten Dschungelwelt. Ein Menschenfindelkind, dessen Eltern Wölfe sind. Er kennt sich aus, ist im Dschungel hier zu Haus. Ein frecher kleiner Mann, der mit Tieren sprechen kann. Doch am besten schaut ihr euch das selber an. Der Häuptling aller Wölfe, das war sein Papa. Und wenn's im Dschungel brenzlig wird, sind viele Freunde da. Freunde wie die Schlange K und wie Baloo der Bär. Bösewicht Chirka, der jagt vergeblich hinterher. Mogli, unser Held in der bunten Dschungelwelt, lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein. Auf der Abenteuerjagd, ja, wer Abenteuer mag, ist willkommen hier bei uns im Dschungelbuch. Denn Abenteuer gibt es hier genug. Lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein. Auf der Abenteuerjagd, ja, wer Abenteuer mag, ist willkommen hier bei uns im Dschungelbuch. Denn Abenteuer gibt es hier genug.